hatte eben eine Patientin bei mir, die hat geklagt über Atemnot, über Beklemmungsgefühle im Brustkorb und über ausstrahlende Schmerzen von der Brustwirbelsäule zu den Rippen nach vorne. Solltest du auch solche Beschwerden haben, dann liegt das mit großer Wahrscheinlichkeit am verspannten Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ein Atemmuskel und auch dieser Muskel kann verspannen. Der löst so viele Schmerzen aus, unter anderem die Schmerzen, die ich hier gerade erwähnt habe, aber auch Schmerzen im mittleren Rücken, Sodbrennen. Und was kannst du tun, um das Zwerchfell zu entspannen? Du tastest dich am Rippenbogen entlang nach oben, bis es dann nicht mehr weitergeht, ja? Das heißt, von da an geht es dann weiter runter. Da an diesem Höhepunkt gehst du nach innen und nach oben, drückst so rein. Du kannst dich auch so ein bisschen nach vorne lassen. Und du merkst wahrscheinlich schon, wenn du das machst, dass es richtig wehtut. Und das darf wehtun. Es darf so weit wehtun, wie dein Körper gerade noch entspannt ist. Und da bleibst du drinnen und wartest, bis dass du komplett entspannt bist. Und bis dass es nur noch so ein Druckgefühl ist, weniger ein Schmerz. Probier das mal aus und beobachte mal, ob die Symptome dadurch nachlassen. Ja? Ich würde es ruhig öfter machen, 3-4 Mal die Woche. Und schau, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn du damit Herausforderungen hast, bin ich super gerne für dich da und zeige, damit du diese Schmerzen los wirst. Schreib mir einfach eine E-Mail an contact@bootycoach.com und dann werde ich schauen, dass ich dir so schnell es geht antworte.